Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, das Sam haben wir als nächstes. Aber das dauert noch ein Weilchen. Wir gucken erstmal ins Fernsehhall. Pannekuchen! Ich habe gelernt, wie man Pannekuchen macht. Ja geil, hätte ich da nur eine Küche, ne? Dann gucken wir nochmal auf den Wetterbericht. Wunderschön und sonnig. Ja, genau das Wetter haben wir derzeit. Ach, es ist Ende Mai und ich fühle mich schon, beziehungsweise jetzt ist der 1.6. sogar. Und ich fühle mich schon, als wäre es Hochsommer bei 1000% Luftfeuchtigkeit. Ackermann, ich hab gehört, du hast ein paar Leute in der Stadt geholfen. Jeder scheint ziemlich dankbar zu sein hier. Ich verleihe dir damit den besten Nachbar, beste Nachbarinnenpreis vom Monat. Mit einer kleinen Geldbelohnung. Mach weiter so, Bäuermeister. Alles klar, dann gibt's anscheinend nochmal Post. Ey, ich glaube, das wäre ganz lustig, dir einen Brief zu schicken. Ich weiß nur nicht, was ich schreiben soll. Na, ein kleiner Leckerbisse für dich. Sag's aber niemand, ich hab das vor Ewigkeit aus dem Hinterzimmer vom Joja-Markt mitgehen lassen. Na, da hopp, man sieht sich. Shane. Ja, seit Ewigkeit, oder vor Ewigkeit, Paprika-Popper. Njam, njam, njam. Ey, Kindchen, mein Kehl ist so trocken wie ein Wüsteknocher. Mich derscht's noch um helle Bier. Verstehens? Reguläres Bier wird nicht reichen. Ich brauch helles Bier, Pam. Hopp, das können wir machen, sobald wir Fässer hin. Dann können wir der gute Pam, ach durchaus mal ein edlerer Tropfen selber brauen. Das Zeug lassen wir erstmal gut sein. Ja, da können wir dann das Essen auch noch mit reinmachen. Brauchen wir erstmal nicht. So, dann fangen wir da mal an. Wobei, die Hinkler haben ja immer Priorität. Joink, joink. So. So, ihr werdet beide noch gestreichelt. Die 75 Ster habe ich nur als Erinnerung für mich gemacht, dass ich nicht vergesse, dass ich mir halt einen Brunnen bauen lassen will. So, jetzt haben wir auch gelernt von der letzten Episode. Wir machen hier dicht, bevor die Gertrud wieder aufs Feld schlappt. So, da wird erst einmal wieder ordentlich gegossen, weil die Melone-Ernte war ja richtig, richtig gut. Und das wollen wir auf jeden Fall wieder haben. Da unten ist auch wieder Eichenharz, was man dann wieder abernten können vom Baum. Das freut mich auf jeden Fall auch immer wieder. Ach ja. Und unten scheint die wilde Sommersaat auch endlich aufgegangen zu sein. Das freut mich natürlich noch mehr, weil dann können wir das reguläre Maisfeld endlich mal angehen. Und zu dieser Bollywood-Mucke wieder. Da fühle ich mich irgendwie eher wie ein indischer Guru als wie ein Bauer. Naja. Was sind wir dann eigentlich derzeit? Dum, 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 dum. Wir sind als noch Knecht. Sehr gut. Gut, gut. Ja, das sieht gut aus, die Ernte hier wieder. Aber alles zu seiner Zeit. Die Blaubeeren sind ja auch wieder frisch. Und sind, glaube ich, die erste Blaubeere, die ich jetzt sogar ernten kann. Das freut mich natürlich umso mehr. So, dann erstmal hier. Joink. Ach Gott, hier ist sogar schon eine Grundwegganger. Ach so, zur Information für alle, die das nicht kennen sollten. Auf Pelzig heißt Blumenerde, beziehungsweise, ja, der halt der Bode für solche Pflanzen, die man abbaut, wird einfach nur Grund genannt. Ne, dass ihr da etwas verwirrt seid. So, dann brauchen wir noch Dünger. Deswegen holen wir erstmal den Harz. Und basteln uns noch ein bisschen Dünger zusammen. Weil ich hätte ganz gern meine Felder schon so weit mit dem Mais qualitätsvoll, wenn das machbar ist. So, Dela. Haben wir jetzt aber wirklich jedes Feld hier ausgenutzt. Heidewitzka. So, dann packen wir durch erstmal hier. Mehr geht halt nicht. Dann sind das unsere Hoffnungen auf richtig gute Mais. Und ja, noch träglich Dünge kann ich ja leider nicht. Allerhopp. Dann sehen wir jetzt unseren Maismolei. Dann ist das halt so. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Sehr schön. Der wird uns nämlich bis in der Herbst begleiten. Das freut mich natürlich umso mehr. Und ja, das bisschen Mohn, was wir da unten noch angepflanzt haben, das kann ja ruhig auch noch wachsen, ist kein Thema. Genauso wie die Sonneblumen, die wir da noch reingemacht haben. Aber alles zu seiner Zeit. So. Ich freue mich auch, wenn ich mal wieder die... Oder wenn ich mal endlich die Gießkanne wirklich aufpimpen kann. Damit ich nicht ständig so
kleine Kapazität von der Gießkanne habe und einfach mal mehr Felder gleichzeitig bewässern kann. Wird ja wahrscheinlich eher der Fall sein, bevor ich zum Iridium-Sprenkler komme. Weil die Dinger sind natürlich perfekt. Ich habe es auch so angelegt bei den Feldern. Am Anfang unbewusst und jetzt kommt es mal zugute, dass ich es so angelegt habe. Weil da, wo die Vogelscheiche sind, da kann ich meinen Iridium-Sprenkler reinmachen und der bewässert 24 Felder. Das heißt, ne? Easy peasy, living squeezy, das Ganze geht wie von selber dann. So, heute wird auf jeden Fall noch der Brunnen gebaut. Jetzt gucken wir erstmal hier wieder rein. Jawohl, Eichenharz. Und bevor wir die Blaubeere ernten, sollten wir auf jeden Fall auch nochmal unsere Ernte in die Truhe bringen. Ja, das Praktische ist dann, wenn wir hier einen Brunnen hin, können wir daneben, wo die Bams sind, jedes Mal unser Wasser wieder auftanken. Also insofern, das ist schon nicht verkehrt. So, wenn unser Hopfer gewachsen ist, haben wir auch die Grundlage für das helle Bier, was Pam unbedingt haben will. So, die Radiesle wachsen auch ganz gut. Da fand ich ja auch den Kommentar vom André sehr geil. Von wegen, ja, nachdem die Radiesle geerntet sind, kann die archäologische Ausgrabung losgehen. Ich habe im Winter, beziehungsweise im Anfang 2018 ging die Grabung noch, habe ich mit ihm zusammen natürlich auf dem Acker in einem Dorf geschafft. Und da waren, bevor die Ausgrabung losging, war das wirklich ein Radieselfeld. Von daher, irgendwie finde ich das sehr cool als Upgrade, dass der Ackermann so Post kriegt vom Archäologischen Amt, von der Landesarchäologie und die ihm Bescheid geben, ja Ackermann, unter deinem Feld ist was Archäologisches, wir müssen da graben. Und dass man dann sein Feld bereitstellt, dass dort eine archäologische Ausgrabung beginnt. Irgendwie wäre es geil. Irgendwie wäre es echt geil, wenn man das als Upgrade machen könnte. So. Wird natürlich die Einnahme verringern, aber möglicherweise könnte man ja da mit Archäologie fürs Spiel noch ein bisschen arbeiten. So der Planungsputz-Simulator beziehungsweise der Profilputz-Simulator. Ja, hätte schon irgendwie was Langweiliges für Leute, die das nicht so kennen, aber das ist halt die tägliche archäologische Arbeit. So sieht's halt aus, ihr liebe Leute. Das ist ja, Archäologie besteht ja nicht aus Indiana Jones und Nazis verprügeln. Wobei man das natürlich im Studium gleich im ersten Semester lernt, ist ja klar, ne? Irgendwie muss man sich ja da draußen verteidigen können. Okay. So, dann liefern wir erstmal das bisschen Zeug ab, was wir da haben. Ja, bisschen ist gut. Das ist schon ordentlich. Warte mal, halte mal eine Gaul an. Weitraube möchte ich ganz gern... Ah, da haben wir ja so Goldeni. Möchte ich ganz gern behalten, weil ich weiß, dass der kleine Vincent total auf die Dinger steht. Deswegen gibt es ein schönes Geschenk für ihn. So, die Mayo kommt auf jeden Fall durch rein. Das Eichenharz. Hat man das hier drin? Nö, hat man anscheinend nicht hier drin. Na, immer noch kein Eichenharz. Das sieht nicht so aus. Dann muss es aber doch rein, weil wir haben hier schon das Kiefernteer hier drin. Ja, ja, der ganze blöde Müll muss ja irgendwann mal weg. Wenn wir mal die Recycling-Anlage haben, dann geht das. So, die Weintraube packe ich mal durch rein. Ach du Scheiße, wir haben jetzt schon 14 Uhr. Das ist ja echt heftig. Pam ist durstig. Ich glaube, Pam ist häufig einmal durstig. So. Dann unser erst die Blaubeere-Ernte. Freue ich mich jetzt auch mal immens drauf. Da kommen nämlich immer gleich mehrere runter. Oh, sehr schön, wie das sprudelt vor lauter Gut hier. Blaubeere ohne Ende. Ich persönlich liebe jo Heidelbeere bzw. Blaubeere. Boah, die sind großartig. Für Weihnachtsesser. Ups, bevor das Hinkel wieder herkommt. Zu Weihnachten mache ich häufig als Dessert geeiste Blaubeeren mit süßer Creme. Noch so ein Game of Thrones Kochbuchrezept. Das ist unglaublich lecker. Ach ja. So, dann haben wir gleich auch die Bewässerung abgeschlossen. Also, ich glaube wirklich, ohne Witz, die Sprinkleranlage müssen sehr bald her. Deswegen, selbst wenn ich ja nicht die Iridium-Sprinkler habe, die Qualitätssprinkler, sobald ich Gold habe, müssen definitiv herhalten. Wir haben ja jetzt auch schon nur noch 19 Energie. Das ist ja auch richtig heftig, ne? Allerhopf, bevor Robin dicht macht. 5 Qualität und 5 ist so. Wir heben hier uns immer ein bisschen was auf. Der Rest kann Dorei geballert werden. So, dann Abmarsch. Wir wollen noch zu der gute Robin hier und wollen uns noch einen Brunnen bauen lassen. Das Geld haben wir dafür.
kosten 1000er, glaube ich, und die Stähhämmer 8 parat. Und zwar auf die Kiesel abgezählt. Und dann kann's losgehen. Zuerst so der gute Robs. Ja, zum Clinty Boy kommen wir nicht mehr. Der macht ja schon um 16 Uhr dicht, der Faulenzer. Ups, ein bisschen Randale gemacht noch. Die Musik ist auch so geil. Genau, das möchte ich Bauer. Ah, ich kann auch die Gebäude zerstören, okay. So, Lilla. Dann basteln wir uns mal dort hier. Dann stört er nämlich nicht unser Symmetrie. Das heißt, der kommt erst einmal. Ja, das wäre schon ein bisschen zu weit. Der muss wirklich so dicht dran. Machen wir dort hier. Da kann du mein Brunnen hier. Das ist perfekt. Dann möchte ich nochmal. Ah, Mist. Ich wollte eigentlich noch gucken, was so ein Lade kostet. Was meine Hauserweiterung kostet. Aber ich glaube, das kostet sehr, sehr viel Holz. So, jetzt können wir nochmal zurück ins Dörfchen gehen. Wir schauen mal, dass wir möglicherweise Abigail noch irgendwo erwischen, damit ich ihr noch der Amethyst in die Hand drücken kann. Das arme Mädel, das muss ja mittlerweile 8000 Amethyste von mir haben. Ah, wir sind kurz vorm 4-Sterne-Event. Bei Hayley bin ich mir nämlich sicher, wo das 4-Sterne-Event war. Sodala. Ah, ein Daily hängt auch aus. Ups. Was sagt man dann, der Daily? Thunfisch. Nee, lass mal. Die sind schwer zu fangen, die Dinger. Okay, Abby hängt jetzt auch nämlich hier ab. Eventuell ist er schon mit ihren Kumpels in der Kneipe oder? Nee, im Friedhof ist er meistens ovens. Dam, dam. Klalimpa, limpa, pimpa, bim, bu, bam. Diddledip, da, dip, dip. Buddeldum, da, dam. Ja, Gas gibt man das Übliche. Also 5 Liter Bier erstmal reingeschwenkt. So läuft die Sache. So, ups, ein bisschen Müll geflattert. Gucken wir mal rein. Eventuell ist er auch schon in ihrem Zimmer, la. Theoretisch könnte man uns auch den neuen Sack hier für 5.000 kostet das, glaube ich, könnte man uns kaufen. Aber ich will erstmal auf 10.000 hochsparen. Ne, da ist er mal nicht. Ne, sie ist gerade nicht zu Hause. Okay. Ja, ich würde ganz gerne auf die 10.000 hochsparen, um mir noch ein bisschen Holz und so zulegen. Damit ich das nächste Erweiterungspack für mein Haus schon freischalten kann. Und dann würde ich auch noch ganz gern mit 5000 auf den Stall hier sparen. Das heißt, ich schnapp mal jetzt noch mein Kupferaxt und baller noch ein paar Bäm runter. So, eine Gewürzbeere gibt es auch noch. Ich glaube, heute haben wir wirklich auch wieder recht gut die Ernte erzielt. Die Edelwicke, die auch noch. Und dann dreschen wir jetzt erstmal den Baum hier runter. Ups, ja, die Gewürzbeere können wir uns eigentlich auch gleich reinpfeifen. Edelwicke bringt uns ja leider nichts. So. Wir können auch nicht nur auf unserem Hof hier die Bäm niedermachen. Das geht auch so in den Gebieten außerhalb vom Dorf. Im Dorf selber können wir das leider auch nicht machen. So, dann ballern wir den Baum noch runter. Harz brauchen wir ja sowieso noch für unseren Standarddünger. Wie viel haben wir noch? Ja, für den Baum wird es noch reicher. So. Gut. Gut, alle. Dann können wir noch uns eventuell noch irgendwas anderes neiföhne, diese Pizza-Poppers oder Paprika-Poppers oder wie das hieß, was uns der alte Shanes hier gegeben hat. Ja, 130 Energie füllt's auf. Perfekt. Petz da neide Paprika-Popper. Ups, so. Petz da neide. Und dann gehen wir mit frischer Energie jetzt. Uiuiui, jetzt rennt aber wie Zau hier der Ackermann. So, die Mayo, die schnappen wir uns auch noch. Du, wird dann neue Trage bastelt, dann können wir Robin hin und wieder noch was Schönes schenken. Weil während die gut frei hier beschäftigt ist, kann man ihr immer easy peasy was schenken. Und sie mag ganz gern, Quarz. Ihr Lieblingsgeschenk ist Spaghetti. Das heißt, sobald wir noch Küche haben, können wir mit Weizenmehl und mit einer Tomate Spaghetti kochen. Dann hat die gut frei auch immer mal wieder ihr Lieblingsgeschenk, wenn wir hier Aufträge für sie geben. Damit sie uns was bastelt. So, Dilla. Alla hopp. Hier machen wir auch noch ein bisschen frei das Ganze. Ich brauche jetzt nämlich derzeit wieder etwas mehr Holz, damit wir die Hauserweiterung machen können. Und damit wir auch den Stall bauen können. Aber ich würde sogar eher zum Stall tendieren als zu der Hauserweiterung als nächstes. Dafür hätten wir auf jeden Fall die Kohle parat. Weil Hauserweiterung mit Küche brauchen wir eigentlich derzeit noch nicht.
und wir sind noch mit Cam-Mädels so hoch befreundet, als dass wir die zweite Erweiterung bräuchten, damit wir heiraten können. Also so weit sind wir bei weitem. Ach, noch nicht. So, Dolor, aber das bietet sich da jetzt mal wirklich wieder an, runde Holz zu hacken. So, das können wir auch noch wegkloppen, um an Hartholz zu kommen. Wir haben jetzt genug Rusch parat, um nochmal einfach so noch einen Riegel uns zu basteln. Nee, das wird gerade so reicher, ja. Allerhopp. Allerhopp. Ich habe gemacht, was möglich war heute. Wie viel haben wir noch? Vierer, oder? Ja. Reicht noch, um hier einer wegzukloppen und hier einer wegzukloppen. Allerhopp. Dann schnell der Holzhammer in die Hand geben, bevor er noch weiter Energie verschwendet. In die Höhle wollte ich auch noch reingucken. Yay, mir haben noch eine Brombeere gefunden. Geil. So, ja. Plus zwei Hofarbeit. Ist natürlich auch ganz praktisch. Wie sieht's dann aus, ihr Hinkle? Ihr Pennen. Dann machen wir hier zu. Dum-di-dum-di-di-da-dam. Und dann haben wir noch. Tu-tu-tu-tu-tu. Leider nimm ich genug. Ja, Popip, genau. Golderz. Haben wir auch noch ein bisschen was. So, das kommt hier rein. Das kommt durch rein. Dann kommt man, der kommt mal Donai und das. Und das kommt nach Donai. Do. Wisst was? Wisst was? Wenn wir das Harz schon haben, können wir genauso gut schon mal prophylaktisch hier ein bisschen Dünger machen. Und da, da, da. Sehr schön. Dann können wir leider nämlich Dorei packen. Damte, 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 dam. Dann machen wir das doch so. Und so. Okay. Gut. Dann geht's ab mit uns in die Fall. Oh, hier ist erstmal nichts. Allerhopp, gut. Gut's Nächtel, Ackermann. Haha, sammeln Stufe 5. Wähle einen Beruf. Förster. Holz ist 50% mehr wert. Oder Sammler. Mit bestimmter Wahrscheinlichkeit ist der Ertrag gesammelter Gegenstände verdoppelt. Tja. 50% mehr wert ist jetzt halt die Frage, ob man doppelt so viel schlachen, ne? Aber. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich mal auf Rohstoffe, weil in meinem anderen Spielstand hatte ich, dass die Gegenstände, die ich sammle, mehr wert sind. Und ich finde, ich würde in dem Fall mal wirklich auf Förster gehen. Kikariki! Genau, they took our jobs. Wisst Bescheid. Gut. Da gucken wir auch nochmal rein. Lebe vom Land. Gibt's in deiner Stadt das Spa? Entspann dich im Dampfen der Häse Wasser, um neue Kraft zu sammeln. Ah, das tut gut, oder? Ja, vor allem im Sommer, wenn es eh schon so scheiße Häse ist. Und morgen wird's auch wieder wunderschön und sonnig. Ja, ich freh mich wie Bolle. Allerhopp. Dann wieder Dorei. Hinkelstreichler, Eiersammler. Komm schon. Und erstmal wieder Fudergeber. Dann ein bisschen Mayo produzierer. Robin bastelt auch schon wieder kräftig. Das heißt, wenn Robin kräftig bastelt, hole ich mal gleich immer einen Quartz. Geh weg. So. Das ist für dich. Danke, das ist ja wirklich nett. Immer gern. Leverwurst wirst auch noch gestreichelt und kriegst auch was zur Sauferei. Und dann machen wir lieber zu, bevor die Hinkle da kommen. So. Normalerweise braucht Robin 3 Tage, um was fertigzustellen. Bei so einem Brunnen bin ich immer gespannt. Und so. Effeld hat 2 Peperoni gegeben, wie es aussieht, weil wir haben 25 geerntet. Das ist schon mal sehr gut. Ja, also diese Sommerpflanzen sind vor allem deswegen besonders nützlich, weil man die mehrfach ernten kann. Das finde ich immer sehr lohnenswert. So, Della. Dann als weiter. Gut, wir sollten vielleicht mal an einem Gewittertag oder so nicht nur runter angeln, sondern sollten mal wieder in die Mine gehen, dass wir schnell an Golderz drankommen. Weil sobald wir Golderz haben können, macht diese Qualitätssprengler anlege. So. Gut, da tut sich noch nichts. Mais braucht halt auch seine Zeit, bis er wächst. Aber den ganzen Weg und die 20 Minuten, oder die es dann braucht, die können wir uns auf jeden Fall schenken. Sobald der Brunnen steht. Aber ich muss sagen, ich bin echt schon stolz drauf, wie symmetrisch hier alles ist. Und wie
durchdacht angelegt hier alles ist. Das gefällt mir ganz gut. Ich habe gedacht, es wird chaotischer bei mir, um ehrlich zu sein. Weil ich bin normalerweise jemand, der versucht immer symmetrisch und ordentlich vorzugehen. Und im Endeffekt artet das immer im Chaos aus. Aber ich glaube, da hat mir mein Probespielstand durchaus schon wirklich was gebracht. Weil ich habe hier schon recht ordentlich alles angebaut. Das finde ich echt gut. So. Und hier wieder raus. Hoppala. So. So rum. Gehe ich halt ein paar Umwege, aber es heißt drum. So. Gut, gut. Weiter geht's. Aber ich finde es schon etwas skurril, dass Robin dann für jedes Gebäude 3 Tage braucht. Sowohl für Hauserweiterung, als auch für einen Brunner, als auch für einen ganzen Stall zu bauen oder Upgrade von einem Stall zu bauen. Naja. Wobei beim Brunnen kann man es ja nur damit erklären, dass man halt ewig lang braucht, um auf Grundwasser zu graben. So, dann machen wir wieder zu. Aber irgendwann wird es hier wahrscheinlich auch ohne Ach erweitert, wäre. Ich freue mich schon drauf, wirklich. Ich freue mich echt drauf, wie unser Felder aussehen, wenn wir mal das Maximum aus der ganzen Fläche rausgeholt hätten. Und wir wirklich überall solche quadratische Felder angelegt hätten. So, oder solche rechteckige Felder hier eigentlich eher. Gut, der Mais gedeiht hier auch ganz gut. Das gefällt mir. Und Sodela. Die nächste Städte, die wir brechen, sind auf jeden Fall dafür da, um hier die Wege erstmal zu machen. Das heißt, Städte sind auch erstmal reserviert. Steinzäune wird es auch erstmal Kenny geben. Weil, ja, wie gesagt, ich möchte erstmal neue Felder anlegen. Ich bin hier schon vollends beschäftigt mit denen, die ich hier habe. Über neue Felder kann ich erst wieder nachdenken, finde ich, sobald ich über Sprenkleranlage verfüge. So, hier machen wir mal wieder zu, vorsichtshalber. Dann bleibt nur noch das hier übrig. Gut. Gut, 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 gut. Na, Ackermann. So, die Melone, die brauchen halt wirklich am längsten. Und die wachsen schleppend langsam. Aber unseren Dünger wird sich ja auch mal mit der Zeit ändern. Wer weiß, eventuell mache ich ja irgendwann auch im nächsten Jahr oder so, falls ich bis dorthin die Iridium-Sprenkler noch nicht habe, mache ich vielleicht bis dorthin Hydrogel als Düngerei. Das habe ich bei meinem anderen Spielstand auch gemacht. Einfach um mir das lästige Gieße zu ersparen. Aber da habe ich aber weitem nicht so viel Felder gehabt wie hier, um ehrlich zu sein. Da habe ich einen Waldhof angelegt und da ist weitaus weniger Fläche vorhanden zum Beackern. Da habe ich dann vor allem so 2 längliche Felder, die sich über weite Strecke erstreckt hätten. Das war jetzt nicht gerade besonders edel, der Satz, und nicht besonders elegant, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich da solche Felder angelegt. Boah, Alter, nur noch 12 übrig. Aber ich habe es gepackt. So, und wir haben schon wieder fast 14 Uhr, 13.10 Uhr, alter Falter. Ja, das schluckt halt auch jede Menge Zeit, muss man sagen. Gut. Auf meinem Hof bin ich soweit du. Gut, die ist versorgt, die Hinkler sind versorgt. Dann geht's jetzt erstmal wieder ins Dörfchen rein. Und dann mag ich mal eine Runde Sache aufbrechen. Und wenn möglich nochmal Abigail begegnen. Die ist entweder auf der Brücke oder sonst wo wieder unterwegs. So ein Daily Quest hängt auch nicht aus. Wir gucken mal, ob sie hier sich auf der Brücke rumtummelt. Auch nicht der Fall, okay. Gut, dann erstmal zu Clint. Ach Gott, ich bin froh, dass heute Nacht gewittert hat und wie kräftig, dass erstmal diese ekelhafte, schwüle Hitzewelle mal kurzzeitig vorbei ist. Boah, ich freue mich so wieder, wenn dieser ekelhafte Sommer vorbei ist. Ich finde es furchtbar im Sommer. Viel zu heiß. Okay. Ja, in Omnigeode steckt oft recht gutes Zeug. Das mal leider nicht wirklich. Haley haben wir wieder hier. Okay. Dir kann ich was spenden. Das wird wahrscheinlich der Marmor oder was das ist. Sei ja. Jo, Gesteinsarter. Die machen wir erstmal hier. Wobei, hier sind die Gesteinsarter. Sehr schön. Amethyst. Ich will ihn erstmal behalten. Noch nicht Spender. Jetzt gucken wir mal, was wir abholen können. Ui, eine Sternfruchtsaat. 13 Tage. Das. Ui, 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 ui. Okay.
Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Aber, wir holen erstmal Eis und geben das Hayley. Bitteschön. Für mich, danke. Ja, 4 Herzen haben wir schon. Ich will mich denn so mal so schön bräunen. Mach das mal. Ich mich nicht. Ich bräune mich schon auf der Erwart genug, wenn ich draußen am Grabe bin. Uah. Da kann man dann Proletenkruste und Akademiker spielen, wenn man sein Hemdsärmel aufrollt. Und an der Unterärme und Teile von der Oberärme ist es braun wie noch was. Und ohne drunter habe ich halt käsig weiß. Das ist schon ziemlich ranzig. Ich bin gefleckt wie ein Tiger vor lauter Sommerhitze und So, Abby ist aber nicht daheim. Da ist sie nicht. Okay, dann stecken wir auf jeden Fall noch die Sternfrucht rein. Weil das ist auf jeden Fall auch wieder sehr lohnenswert. Sollte man vielleicht sogar aufheben, das Ding. 13. Ja, das könnte gerade so hier hauen. Aber dafür möchte ich auf jeden Fall einen Qualitätsdünger noch mitnehmen, damit sich das Ganze auch wirklich lohnt. So, nicht ein Qualitäts-, sondern leider nur der Standarddünger, aber es wird sich hoffentlich lohnen. So, schnell, bevor die Hinkle wieder reinkommen. Hast du wieder nichts gelernt, Yankee, Dummkopf. So, dann packen wir genau dort hier. Zack. Nein! Ich bin doch echt ein absoluter Esel, vor lauter schnell, schnell. Ach, lecko mio. Alter Falter, haben wir wieder nichts dazugelernt. Vorher noch groß rumgetönt. Oh, machen wir den Dünger. Dummkopf. So, dann machen wir das durch. Dann holen wir uns auch noch ab. Okay, das kommt wieder rein. Und dann gucken wir jetzt nochmal, dass wir auf Abigail stoßen. Wobei, warte mal. Halte mal den Gaul an. Wenn man hier irgendwas, was ich mal noch neipetzen kann, so ein stinknormaler Lauch, der wird noch reicher. Der wird noch reicher. Ich möchte mich noch ein paar Bäm schlagen, wenn möglich. So. Gut, dann gucken wir mal noch Abigail noch. Und gucken, dass wir noch ein paar Bäm schlagen kriegen. Sodala. Manchmal steht sie da Richtung Joja-Markt auf der Brücke drauf. Manchmal aber auch nicht. Meistens eher nicht. Ja. Dann halt nicht. Gucken wir nochmal hier rein. Eventuell ist sie oder hey mittlerweile. Der Pierre macht Inventur. Wobei bei so einem kleinen Laden ist es wahrscheinlich nicht so. Ja, muss man das wohl nicht so häufig machen, denke ich, dass man Inventur macht. Ich denke, in so einem kleinen Dörfchen mit dem kleinen Sortiment, was man da hat, ist ja eigentlich relativ übersichtlich. Wenn man am Saisonanfang eigentlich seine Inventur macht und dann vielleicht einmal aufschreibt, was man über den Tag verkauft hat, sollte das eigentlich reichen. Für Inventur. Aber ich bin ja kein Profi im Einzelhandel. Von daher, man möge mich natürlich sofort korrigieren, wenn ich da absolute Schwachsinn erzähle. Ich bin ja kein Experte in dem Gebiet. So. Ah, da ist er doch. Da ist er doch, was am Bergsee. Ich liebe hier so Zeugs. Ernsthaft, du bist echt super, Ackermann. Danke. Immer noch bei 3. Mein Meerschweinchen David hasst das Hesewetter. Er ist ein bisschen empfindlich. Kann ich nur vollziehen. Gerade die Kleidtiere. Denn er macht das so mal jo ordentlich zu schaffen, wie Vögel und wie solche kleinen Nagetiere. Ich kann schon nur vollziehen, dass die Tiere da kräftig am Schwitzen und am Bumpe sind. Ich meine, mir geht's ja nicht anders. Und das, obwohl ich kein Nagetier bin. Sagt zumindest der Arzt und der Biologe. So. Ja, wieder ein bisschen runter damit. Alle hopp. Dann haben wir jetzt wenigstens wieder 38 Holz geschlagen. Ja, komm. Gucken wir mal, ob wir das noch runtergeprügelt kriegen. Ja, komm schon. Jawohl, dafür hat es gerade noch gereicht. Alle hopp, schä. Können wir da noch gucken? Nö. Da ist ja mittlerweile auch schon frei, ne? So viel zum Thema Spa. Hier gibt es tatsächlich ein Spa. Sollte man vielleicht mal reingehen. Einfach mal, um euch das mal zu zeigen. Da haben wir dann Frauen und Männer. Da gehen wir natürlich zu der Männerei. Alles andere geht leider auch nicht. Und, also zu der Frau können wir leider auch nicht reingehen. Ups, wir schlagen erstmal alles kurz und klein. Alex spinnt. Ein paar Bilder von Bodybuilder hängen an der.
Erlaub, wisst Bescheid. Du musst ich, glaube ich, nichts weiter dazu sagen, um zu sagen, was das suggeriert. Der Spind riecht schrecklich. Erlaub, du bist zu schwach, um es aufzuheben. Jo, Alla. Was ist hier? Nüscht. Du können wir uns in Embryonalstellung dann runter. Knie. Du warst so stark gezogen zu duschen, du Dummkopf. Ja, im Sommer ist das durchaus verständlich. So, jetzt gehen wir mal hier sexy in der Feinripp, in der Blaue, gehen wir jetzt mal hier rein. Und gönnen uns mal einer, ne? Ah. Yay. Ah. Ah, das tut gut. So, schwimmen wir hier noch eine Runde. Ja, aber so Dampfbad ist schon ziemlich cool. So japanischer Onsen muss auch ziemlich geil sein. Ups, ach Gott, wie der rausspringt hier, wie so ein junger Gott hier, der Ackermann. Alla hopp. Aber ich glaube, im Sommer ovens ist das schon gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt möchte ich mal gucken, was das für einen Mehrzweckwert hat, ob man da möglicherweise Energie davor wieder kriegen. Wenn ja, wäre das schon nicht verkehrt. Ah, 24, tatsächlich. Mir... holen tatsächlich ein bisschen mehr Energie raus wieder. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Huch, Ackermann. So. Gehen wieder hoch. Bisschen mehr Energie haben wir tatsächlich gekriegt. Jetzt können wir wieder so rausgehen und mit der 24 Energie mehr. Würde ich ganz gerne noch ein paar Bam-Klopper. Sofern möglich. Dumm-di-dumm-di-dumm. Mit der Kupferaxt. Gehen wir doch hier und schlagen mal den Unhold. Kurz und klar. So. Gut. Dann können wir sogar ganz noch kaputt kloppen. Sehr schön. Gut, dann sind wir jetzt wieder vollständig ohne und mir hin. Ups, 68 Holz gekloppt. Sehr gut. Naja, Holz ist 50% mehr wert. Hier ist dann wohl tatsächlich auch, dass ich Holz verkaufen kann und das 50% mehr wert ist. Alla hopp. Ein Versuch war es mal wert, aber ich glaube, wir können irgendwann nach unserer Profession löschen und nochmal neu verdelen. Ist im Spiel, glaube ich, möglich. Ach Gott, die schuft sich ja Waren ab bis 11 Uhr Ovens. Gibt's dann das? So, das wieder Dohi, das Dorei, wo es hingehört. Ich glaube, da dürfte man wieder genug haben von dem Kruscht. Ah, da ist es. Da habe ich das Harz. Okay, dann warte mal, halte mal den Gaul an. Dann können wir das Harz mal gleich verarbeiten. Das geht nämlich auf das mal. Dann können wir nämlich so erstmal den Dohi und das Dorei. Dann haben wir das Harz nämlich gleich mal aufgebraucht. Sodele, dann ab mit uns in die Fall. Aber vorher, den ich muss sagen, liebe Leute, wir sehen uns erst übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Und hier kommt nämlich der Cut wieder, weil es weh da rum sind. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.